Ich bin ein Ohrenwang für. Ich muss mal den Scheißdreck, ja? Den Scheißdreck in meiner dunklen Zinshauswohnung, ja? Muss man mir geben, den ganzen Scheißdreck von diesen asozialen Drecksrossen da unten, von diesen jungen asozialen Drecksrossen. Ich kann nicht gescheit reden, wäre ich nur als ein Faustings-Dracula-Gefühl so, ja? Jetzt gehen wir mal zu gut zum Fenster. Ich müsste mich anhören, ja? Das, ja. Was ist denn gescheit? Ich hab leider ein Kotzengitter. So lange kann ich kotzen mehr. Ich früher kotzen gehabt, aber das muss mir recht geben. Jetzt sind die Uhr schon weh. Wir fliegen die Uhr schon weh. Vor allem der Scheißdreck. Was? Warte mal. Ja, 30 Goschen. Jetzt sind sie schwer gestartet, ein bisschen. Wieso hier? Ich bin ein Zinshausvampir und kein richtiger Schlossvampir oder also eben, wie man es von den Filmen kennt, von den Büchern kennt oder von den Bildern kennt, so ein richtiger Vampir, der was halt eben so voll romantisch die Damen in einem wunderschönen Barockbett da beißt in die Gurgel, ja, und das war ein guter Schmäh. Jetzt gebe ich mir die Hammerl wieder rein, ja. Jetzt was laut, warte. Halt einmal die Goschen da unten. Ah, das nutzt nichts. Ohne Vampirhammer, ohne Vampirbeißel oder. Nee, na, das ist ja, das hat keine Chance, das ist ein Wahnsinn, ja. Fisch und Zähne am Abend, ja, kennen die Leute da. In diesem Zinshaus haben wir ein Wirtshaus, ein faschistisches Wirtshaus, ja, mit einem Sanikosten. Da können die Leute ja reden, laut reden, ist so, ja. Warte, ja, dass ich wieder mal. Sonst muss ich mich übergeben und dann speibe ich dann mehr oder weniger das Kameraauge an und dann gibt es null Film, dann gibt es nur Hörspiel. Ja. Hörspiele sind auch super, aber trotzdem, jetzt gebe ich es wieder ein, jetzt habe ich mich erholt. Ja, okay. Ja, es regt mir und regt mir und regt mir und regt mir und regt mir ab. Jetzt haben sie wieder die Goschen gehalten. Habt ihr das vernommen? Habt ihr das vernommen? Ich bin kein richtiger Vampir. Ja. War ich ein richtiger Vampir? Wenn die da unterm Abend sitzen, ja, und ich bin ein richtiger Vampir, ja, dann geh ich da oben, streich mir an und beiß einen den Schell an, den Arschloch Lärm machen, ja, diesen Krawall machen, ja. Ich will mehr Ruhe haben. Ich bin immer der Jüngste. Ich muss den ganzen Tag kacheln in einer Fabrik, ja. In einer Scheißfabrik, in einem Großlager, ja. Muss ich hin und her zahlen, ja. Huhwagen mit schweren Paletten drauf. Sauschware Kartons schleppen, ja. Ja, dann hinter dir, ja, einen geschissenen, verschissenen, ja, Lagerleiter, der was die antreibt, ja, und auch meine Kollegen antreibt, damit ich hinter drin komme, ja, ich bin schon bald 60 Jahre alt, ja, ja, und das ist die Scheiße, ja, darum hab ich, bin ich ja nur so ein Scheiß, eben kein richtiger Vampir, sondern, ja, ne, ein Faschings-Vampir, leider, ja, okay, jetzt gehe ich raus. In die Kugel bzw. ins Vorzimmer, weil da ist der Kühlschrank, nicht in der Küche, und da hole ich mir heraus aus dem Kühlschrank eine eiskalte Bierflasche. Ja, es ist nämlich, heute ist der, was für ein Tag haben wir heute? Ja, genau. Ja, der 27. Juni 2017, ja. Habe ich ganz vergessen, das ist ganz wichtig, ja. Und es ist tropisch heiß, es ist nicht subtropisch, subtropisch war es vor 10 Jahren wie in Vorderindien, jetzt ist es tropisch wie in, nicht in Hinterindien, sondern wie in Hinter-Thailand, ja, es wird immer wärmer bei uns da in Österreich, ja, besonders in Wien, ja, und es ist da alles scheiß Hitz bis zum Geld nicht mehr, wenn es Geld hätte, dann würde ich auswandern nach Australien ist auch scheiß aus, nein, nur in Norden auf, wurscht, ist Norwegen, Finnland oder Grönland, ja, ist auch nicht schlecht, ja. Sind jetzt viele Leute? Nein, da gibt es ja fast keiner. Wurscht. Oder noch weiter rauf, dann am Nordpol. Aber das ist ja
Ja, da bin ich auch ein Arsch. Ja, die Eisbären gingen auch schon Richtung Süden, oder beziehungsweise schwimmen Richtung Süden auf einer kleinen Eisscholle. Wurscht. Dankeschön.